Hallo Freunde, wir sind hier heute wieder mit Julian Hanses, Formel 3 Rennfahrer, und wir wollen euch heute ein, zwei Übungen zur Schulterbeweglichkeit zeigen. Julian, welche Rolle spielt für dich Schulterkraft, Schulterbeweglichkeit in deiner Sportart? Extrem, halt alle G-Kräfte und Lenkradkräfte gehen auf die Schulter und auf den Nackenbereich. Und wenn du jetzt ein Rennen gefahren bist, verkürzt sich halt alles, weil alles die ganze Zeit irgendwie eine Anspannung hatte. Also in so kompakten Position, ja. Ja, alles. Und daraus wieder rauszukommen, da muss man wirklich was machen. Was sind so deine ein, zwei Lieblingsübungen, um das zu öffnen und das zu lockern? Wir haben ja diese Handgelenksmobilisation auch gemacht. Immer, ja, ne? Genau. Also jetzt zum Beispiel vom Handgelenk und von der Schulter immer die Rotation. Mhm. Ja, du hast die Handfläche hast auf dem Boden, die Fingerspitzen zeigen nach vorne. Und du rotierst die Ellbogen nach innen und außen, ne? Ja, genau. Also ich befreie sie im Schultergelenk, ja. Sehr gut. Genau, und die Fingerspitzen zeigen nach innen und dann rotierst du sogar weiter nach hinten, dass die Fingerspitzen sogar nach hinten zeigen. Wenn du ganz mobil bist, machst du den. Boah, genau. Fingerspitzen nach hinten. Wenn man das noch hinbekommt. Ja. Bist du Pro. Ja, bist du Pro. Ne, der Unterarm ist ja, sind ja zwei Knochen. Und diese zwei Knochen lassen sich optimal gegeneinander verdrehen, wenn die Beweglichkeit da ist, ne? Und dadurch können wir dann diese Bewegung hier machen. Ne? Handgelenk bleibt stabil, Unterarm rotiert. Ja, wenn das ein bisschen eingesteift ist, wenn diese Bewegung nicht mehr so gut rotiert, dann geht sehr, sehr viel Spannung bis in den Schulterbereich. Ja, genau. Hast du vielleicht noch eine Übung, die du gerne machst, um die Schultern zu befreien? Ja. Das war so ein halber Ausfallschritt. Okay, ein Knie hast du unten, ne? Ja, und die Schulter unten lassen und so gesehen den Stretch ganz aus der Schulter durch den ganzen Arm holen. Ja, die Handposition ist wichtig, ne? Ja. Der Daumen der ganz weit nach außen. Arm. Daumen ganz weit nach außen rotiert, dadurch bringen wir das Handgelenk in eine blockierte Position. Man merkt dass, dass der komplette Zug auf der Schulter liegt. Genau, mach das gleiche mal mit dem Handgelenk so nach innen rotiert und es wird nicht so spannend sein. Ja. Ne? Da kriegst du gar nicht den gleichen Zug drauf. Nee. Genau, deswegen mal Daumen ganz weit nach außen drehen. Ganz weit und gar nicht nach innen kommen lassen, während du das machst. Ne? Hm. Genau, das ist nämlich der Schlüssel, dann kriegst du den Stretch auf die Schulter. Ja. Sehr gut. Ja, das öffnet total, wenn man länger am Steuer gesessen hat. Ich meine, nicht jeder von euch fährt mit mehreren hundert Sachen durch Kurven. So wie Julian in Formel 3 Autos durch Kurven. Nein, aber man hat das ja auch, viele Geschäftsleute, die sehr viel im Auto sitzen. Da merkst du es auch oft, wenn die schneller fahren. Ja. Wenn du schneller fährst, dass du nicht gewöhnt bist, spannt sich ja automatisch auch an. Weil du denkst, du willst on fire sein, aber verkrampfen ist halt dann. Ja. Oder wenn du im Cabrio sitzt oder so einen Zug im Nacken bekommst. Oh ja. In den Schultern ist das gleiche Thema. Genau. Oder auch Schreibtisch, wenn man am Schreibtisch sitzt die ganze Zeit. Man kommt aus dieser Position gut raus, ne? Aus dieser Schulter-Vorne-Position. Ja. Okay, also Handgelenksrotation und ja. Daumen nach außen, Arm nach oben bringen. Stretch. Julian Hanses, Formel 3 Rennfahrer, findet ihr auf Instagram, auf Julian Hanses Official, hier unten in der Beschreibung. Probiert die Übungen aus, folgt ihm auf Instagram und bis bald. Ciao. Ciao.